Wir fanden, dass König Hussein als reaktionärer Führer eines reaktionären Regimes uns im Wege war. Und dass wir, um unserer Revolution zum Erfolg zu verhelfen, dieses Hindernis beseitigen mussten. Eines Tages brachen in der Hauptstadt Amman Schießereien aus. Der König machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. As we came to a stop, suddenly we were under very, very intense. Als wir anhielten, waren wir plötzlich unter schwerem Beschuss. Das Begleitfahrzeug vor mir wurde getroffen. Wir verloren einen Feldwebel meiner Garde. Etwa 4 Mann waren verletzt. Alle Insassen meines Wagens sprangen hinaus und schrien mir zu, ich solle das Gleiche tun. We could see the bullets from those heavy machine guns coming down at us. Wir sahen die Kugeln aus den schweren Maschinengewehren auf uns herunterhageln. Sie trafen ringsum auf den Asphalt auf, wie Regentropfen, die ausgedörrtes Land durchlöchern. Und diese Lochreihen kamen immer näher auf uns zu. Ich war sehr zornig und als erste Reaktion rutschte mir ein Schimpfwort heraus im Sinne von, was fällt denen denn ein? Der König sprang in einen Straßengraben. Spontan wollte ich seine Majestät mit meinem Körper schützen. Und der Kommandeur der Leibgarde hatte zur gleichen Zeit die gleiche Idee. Sie warfen sich von beiden Seiten über mich. Sie hätten mir fast